die Studierenden des Studiengangs Computational Engineering and Design entwickeln am Ende des Tages die Tools, also sowohl die Methoden als auch die Software, mit denen nachher Ingenieure und Ingenieurinnen Produkte entwickeln. Also sie werden da programmieren, sie werden eben auch die physikalischen, mathematischen Grundlagen lernen, aber sie stehen auch genauso mal im Labor und machen irgendwelche Experimente. Die Innovation des Studiengangs besteht in erster Linie darin, dass neben der Theorie auch industrienahe Projekte behandelt werden. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass der Praxisanteil sehr hoch ist. Man hat kleine Gruppen und man hat eine sehr intensive Betreuung. Wenn man Fragen hat, dann kann man sich jederzeit an die Dozenten wenden und man fühlt sich hier nicht nur wie eine Matrikelnummer, sondern auch wie ein Student. Die praktischen Übungen in unserem Studiengang sind ja ganz häufig programmierlastig und das kann man remote von zu Hause aus machen. Also eigentlich üben wir gerade an der Hochschule in den Corona-Zeiten das, was in der Industrie, zumindest in Teilen der Industrie, auch schon seit Jahren das ganz Normale ist. Die Anwendungsbereiche der CAVE liegen in der Auswertung der Ergebnisse von Simulationen oder in der Beurteilung der Funktionalität einer Konstruktion. Sie haben durch die CAVE die Möglichkeit, in den Raum einzutauchen und die Konstruktion oder ihre Strömungs- oder Strukturergebnisse direkt anzusehen, zu erfahren. Wir leben in einer Zeit des digitalen Wandels und mit dem Wissen, was Sie hier im Studiengang bei uns gewinnen, sind Sie eben ganz vorne mit dabei bei diesem digitalen Wandel.